Ja, liebe Flowcast-Freunde und Abonnenten, schön, bist du mit dabei. Es ist der 26. Dezember, Stefanstag. Ich hoffe, ihr habt ganz schöne Weihnachten gehabt. Und es gibt heute keine normale Flowcast-Ausgabe mit einem Gast. Auch die lassen wir natürlich ihre Weihnachts- und Festtage geniessen. Aber ich habe zwei, drei Worte, die ich euch gerne möchte mit kommunizieren und auf den Weg geben. Ich bedanke mich ganz, ganz von Herzen für das wunderschöne Jahr 2022. Es war ein schwieriges Jahr für alle sehr wahrscheinlich. Und trotzdem haben wir uns alle nicht unterkriegen lassen und haben alles gegeben. Und wenn ihr da seht, die vielen Gäste, die in diesem Jahr wieder zu Gast waren, das ist unglaublich. Es erschlägt einem schon fast, wenn man langsam noch durchläuft und all die schönen Gesichter darf sehen und all die Geschichten hinter den Gesichtern. Das war ja spannend in diesem Jahr. Danke vielmals für eure Treue. Obwohl es nicht immer einfach war, haben wir dieses Jahr etwas ganz Spezielles gemacht. Wir sind zum ersten Mal mit Flowcast und Tour gegangen. Zwei Events haben wir gemacht. Auftakt war mit dem Dr. Christoph Blocher über Führung und seine Strategien. Und beide Seminare waren ausverkauft. Viele waren online mit dabei. Wir haben einen sogenannten Hybrid-Event gemacht. Und ja, es ist einfach unglaublich und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er trotz dieser schwierigen Umstände und wir haben nicht genau gewusst, findet das Event überhaupt statt. Einmal haben wir sogar müssen verschieben, von letztes Jahr auf dieses Jahr. Trotzdem sind wir mit dabei gewesen. Die meisten haben das Billett behalten und für das bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ihr da so treu gewesen seid. Jetzt gibt es eine kleine Pause vom Flowcast. Es gibt auch bei mir persönlich die ein oder andere Veränderung. Ihr werdet das laufend auf diesem Kanal erfahren oder könnt in der Bio auch meinen persönlichen Kanal abonnieren auf YouTube. Dort werde ich vielleicht, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht nächstes Jahr so ein kleines Tagebuch machen und euch mit auf die Reise nehmen, was bei mir so alles ansteht. Flowcast macht eine kurze Pause, wir haben aber schon coole Gäste in der Pipeline. Wir sind uns am überlegen, ein bisschen Veränderung zu machen vom Studio, weitere Gäste einzuladen. Und wenn du irgendwelche Inputs hast, würde es mich sehr freuen, wenn wir das berücksichtigen könnten. Du kannst einfach da unten rein kommentieren oder wie immer per E-Mail an feedback@flowcast.fm. Und jetzt würde mir nur noch eins sagen, nochmal vielen Dank, einen guten Rutsch und ich freue mich, wenn wir uns im Jahr 2022 wiedersehen und hören.